Ja, hallo und herzlich willkommen zum Update des letzten Films Nummer 24. Vielen Dank für über 2000 Aufrufe und 14 neue Abonnenten. Darüber habe ich mich gefreut. Vielen Dank. Ich konnte noch eine Workshop-Log von diesem Jahr erwerben. In diese ist ein Henning-Sound reingekommen. Natürlich auch alles auf ESU-Basis. Das konnte ich soweit programmieren. Das Ergebnis zeige ich euch jetzt gleich. Und dann gab es noch eine Veränderung an der Fahrwerksbeleuchtung. Der Micha sagte mir, dass im Original nur im vorderen Bereich zwei Lampen sind und an der Leiter für den Einstieg des Lokführers. Ja, und dann gibt es noch ein paar Veränderungen mit dem Pufferspeicher. Da ist ein größerer reingekommen und noch ein paar kleine Verlegearbeiten, wie ich wo was noch ein bisschen justiert habe. Jetzt am Anfang erstmal ein paar Aufnahmen mit dem Henning-Sound. So, hier sehen wir die zwei vorderen Lampen der Fahrwerksbeleuchtung. Und hier hinten an der Leiter die hinteren. Jetzt ein bisschen schlecht zu sehen durch die Helligkeitsverhältnisse. Ja. So, da kommen wir jetzt zu der geänderten Fahrwerksbeleuchtung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Micha mir gesagt hat, dass diese Museumslok nur im vorderen Bereich zwei Lampen hatte und am Einstieg beim Lokführer. In der vorgehenden Version hatte ich sechsfache Fahrwerkbeleuchtung. Das ist jetzt hier geändert, so wie wir das hier sehen. Im hinteren Bereich habe ich, also im, wo die Treppe ist, die Leiter zum Einstecken, dort habe ich ganz kleine LEDs genommen und ein paar Löcher reingebohrt. Und
Das sind 0402 SMD-LEDs. Ja, das ist sehr pipselig, das Ganze, aber es funktioniert schön mit Sekundenkleber ankleben und dann geht das. Hier im Bild sehen wir die gemeinsame Verbindungsstelle. Oben kommt der Minuspol dran, also der AUX, und unten, wo die zwei Widerstände sind, kommt in die Mitte ein Kabel für den Pluspol. Und die Widerstände sind jeweils 8,2 Kiloohm. Und hier sind die Kabel dran und etwas lackiert schon. Das Ganze, das habe ich mit Airbrush gemacht, ganz vorsichtig, ganz klein eingestellt. Und so fallen die Kabel eigentlich fast gar nicht auf. So, der Pufferspeicher, der ist auch geändert worden. Ich hatte in der ersten Lok eine Fischeladeschaltung drin mit Tantals und habe jetzt einen Pufferspeicher 1 Farad von der Firma Trenomatic. Das ist die Firma, mit der auch Tillich zusammenarbeitet, wo die Leiterplatten herkommen und auch die ganzen Decoder. Ja, und der Unterschied zwischen der Fischeladeschaltung und dieser Pufferladeschaltung ist, dass diese 3 Drähte hat. Also die braucht einen Steuerdraht, damit die ganze Schaltung geladen wird. Hier im Bild ist das der weiße Draht. Schwarzes Minus, rotes Plus. Ja, und hier, wo der Zahnstocher hinzeigt, ist ein Keramikkondensator und der wird ganz heiß. Und damit uns dort nichts zerschmilzt oder ich die Angst habe, der wird nur am Anfang mal kurz heiß, wenn der Kondensator geladen wird. Danach wird er wieder kalt. Aber das ist mir zu heiß, das Ganze, und deswegen habe ich dort ein Stück Kupferband draufgeklebt, selbstklebend. Kupfer leitet die Wärme gut und im Kessel habe ich auf der Gegenseite auch nochmal ein Kupferband eingeklebt und darüber im oberen Bereich habe ich doppelseitiges Klebeband hingemacht und dadurch hält das ganz gut. Zwischen die beiden Kupferschichten habe ich noch ein bisschen Wärmeleitpaste reingemacht, damit die Wärme, falls es keinen richtigen Kontakt gibt, besser übertragen wird mit auf das andere Band. Ja, und auf dem Pufferspeicher kommt wie im Original auch der Lautsprecher wieder drauf. Genauso in der Größe, wie ich im ersten Teil oder in der Originalversion gezeigt habe, mit diesen einen größeren Rähmchen und dem Deckel. Wir hatten bei der Fischer-Ladeschaltung 2 Drähte, einmal Plus, einmal Minus. Dazu hatten wir hier das blaue Pluskabel genommen und das schwarze GND. Das haben wir mit nach hinten geleitet über dieses Leiterplattenband. Jetzt kommt allerdings noch ein Kabel dazu. Hier im Bild weiß. Das weiße Kabel kommt an AUX 7 vom Sounddecoder Micro 5. Oder man lötet alle 3 Kabel an die originale Leiterplatte von Tillich dran. Im Bild rechts zu sehen, rot, weiß und schwarz. Dann funktioniert das auch. Die Kabel kommen dann auf den Adapter oben drauf und werden rübergeleitet. Ja, hier im Bild die Nummer 8. Dort kommt der AUX 7 dran oder der weiße Draht. Letzten Endes von der Pufferladeschaltung zur Steuerung und der geht dann rüber und wie wir jetzt in diesem Bild sehen, kommt der an den Pin an der Stelle mit der Nummer 8 an. So, und jetzt muss das Ganze nur noch programmiert werden. Im ESO-Log-Programmer habe ich an die Stelle von AUX 7 dann das Power Control gesetzt, sodass der Decoder weiß, was an den Ausgang 7 gemacht werden soll. Und im Programm dann kann man noch die Überbrückungszeit einstellen. Das Maximale, was ich im Log-Programmer einstellen kann, ist irgendwas mit 8,36 Sekunden.
diese Zeit hält der auch voll durch. Also das ist extrem, wie groß der ist, was dort für Speicherkapazität da ist. Wahrscheinlich würde der auch noch länger halten oder mehr gehen. Aber das Problem ist ja, wenn ein Unfall passiert oder die Stopptaste gedrückt wird oder irgendwas, läuft das ja noch, oder dieser Decoder oder diese Lok läuft dann ja noch diese 8 Sekunden weiter. Also ich habe das dann insgesamt auf 2 Sekunden gestellt und das reicht auch zu, wenn man verschmutzte Schienen hat, selbst wenn man noch die DDR-Gleise hat, dieses Aluminium oder was das immer für ein Material gewesen ist, was dann so einen komischen grauen oder schwarzen Film entstehen lässt mit der Zeit, der dann nicht ganz so leitfähig ist. Ja, und jetzt möchte ich noch ein paar weitere Hinweise geben. Wir fangen mal an mit dem Adapterkabel, was ich genommen habe vom ESO, um die Signale vom Tender nach vorn in die Lok, in den Kessel zu leiten. Da hatte ich im ersten Film gesagt, dass ich das da durchschiebe und dann das andere Teil, das Originale, noch mit reinklicke. Es könnte aber sein, dadurch, dass das im Tender ziemlich weit hinten liegt, das Ende, und das andere Ende im Kessel hinter den Lautsprecher mit reingeschoben wird, also auch die maximale Länge gebraucht wird, dass es insgesamt zu kurz wird, das Kabel. Deshalb habe ich das bei der zweiten Lok jetzt nicht dort durchgefädelt, sondern nur außen lang gelegt. Und da gibt es aber das Problem, dass wenn dann das Oberteil vom Tender draufkommt, das Kabel keinen Platz hat. Deswegen muss man zusätzlich, was ich ja schon ausgefeilt habe, die Innenseite auch noch anschrägen, damit das Kabel genug Spiel hat. So, das ist jetzt so der Hinweis, den ich gebe für das Kabel. Ich habe es auch probiert, es läuft dann lockerer, leichter und der Vorläufer bleibt auch drin. Wir erinnern uns an das Bild LSA, LSB im oberen Teil des Bildes, die zwei braunen Kabel, die von der bearbeiteten originalen Leiterplatte vorkommen. Damit haben wir aus der Next 18 Schnittstelle eine Next 18 S Schnittstelle gemacht, Sound, so dass wir das Lautsprechersignal haben. Das Problem an der ganzen Stelle ist, dass das dort ziemlich eng ist und wir haben ja dort diese vier abgesägten Grundelemente, wo die Leiterplatte draufgeschraubt ist. Und das kann sehr eng werden. Deswegen habe ich jetzt bei dieser Lok die Kabel anders verlegt, so wie sie hier in dem dicken braunen Strich zu sehen sind. Und die kommen dann einfach vorne neben diesem flexiblen Leiterband, was dort eingeschoben ist, mit raus. Und das Ganze läuft etwas sicherer. So, hier auf dem Bild ist zu sehen das Messinggewicht, was ich selbst zusammengefeilt habe, um das alte, originale, kleinere zu ersetzen. Ich brauche den Platz für den Pufferspeicher, damit der weiter noch ein Stückchen dort reingeht in den Kessel. Und deshalb ist das Originale rausgeflogen und hier ist ein neues gefeilt. Wem es interessiert, die Maße 36 mm lang und 10,2 x 9,2 mm. Und die Ecken rund gefeilt und zu lange gefeilt, bis es reingepasst hat. Bitte mit beachten, dass die Enden isoliert werden. Ich habe dazu selbstklebende PVC-Band genommen, damit dort keine Kurzschlüsse gibt. Auf der einen Seite vorn ist diese Beleuchtungsplatine und auf der anderen Seite kommt der Pufferspeicher dran. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch was über diese Verbindungsdeichsel sagen. Dort ist ja nochmal diese SUSI-Schnittstelle, wo ich gedacht hatte, dass man dort noch ein Sound-Element anbringen kann. Ja, und das Ganze ist eine Micro-SUSI-Schnittstelle nach RCN 600.
Ich habe das mal hier markiert. Plus haben wir zweimal, also an der Steckverbindung einmal das linke und rechts ist das Minus, das GND. Und wir hatten noch oder hätten noch die Möglichkeit, einen Pluspol direkt von der Leiterplatte zu nehmen. Dort, wo der blaue Kreis ist mit dem Plus, dort kann man auch das Plus abnehmen, wenn man im vorderen Bereich der Lok sowas noch braucht. Oder man kauft sich so einen Stecker, steckt das dran und nimmt die zwei mittleren Kontakte, die Datenkontakte von der SUSI-Schnittstelle einfach weg. Dann hat man auch Plus und Minus. So, und der ganze Stecker, der sieht so aus, den man irgendwo kaufen kann. Das ist immer etwas schwierig, diese Größe zu bekommen. Es gibt alle möglichen Größen, aber das ist echt eine Seltenheit. So, da bin ich jetzt am Ende des Updates angekommen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Hinweise geben für diejenigen, die das gern nachbauen oder die ähnlich basteln wie ich. Ich freue mich natürlich auch immer über nette Kommentare. Lasst auch ein Abo da und vergesst die Glocke nicht, damit ihr informiert werdet, wenn ich ein neues Video habe. Falls ihr Fragen habt und mich per Mail erreichen wollt, so steht meine Mailadresse in der Kontaktinfo ganz rechts der Button. Und ja, bis zum nächsten Mal.